Ende letzten Jahres sorgten MVs Ex-Finanzminister Matthias Brotkopf von der SPD und sein alter Ego Uschi für viele teils satirisch anmutende Schlagzeilen in der deutschen Medienlandschaft. Kurz zur Erinnerung, Matthias Brotkorb hatte sich für einen Artikel im Magazin Cicero als Lesbe Uschi ausgegeben. Er berichtete Ende Mai 2021 verdeckt über eine digitale Veranstaltung eines Lesbenverbandes und gab sich nicht als Brotkorb zu erkennen. Uns ist nun zu Ohren gekommen, dass der Ex-Finanzminister von Mecklenburg-Vorpommern auch in diesem Jahr plant, Uschi weiter treu zu bleiben und mit ihrer Hilfe seinen Horizont zu erweitern. Nach Insider-Informationen ist Uschi für Matthias Brotkorb zu einer liebgewonnenen Begleiterin geworden, die ihm viele neue Blickwinkel ermöglicht. Vergleichbar mit dem in den 90er Jahren populären Kindermärchen Mrs. Doubtfire. Auch hier hat ein Mann durch sein alter Ego die Möglichkeit, die Welt aus den Augen einer Frau neu zu entdecken. Ob es Aufgaben im Haushalt oder die tägliche Beauty-Routine sind, Matthias Brotkorb könnte mit Hilfe seiner Uschi noch eine ganze Menge lernen. Welche Erkenntnisgewinne sich Matthias Brotkorb explizit von Uschi verspricht, bleibt noch abzuwarten. Zu einer Stellungnahme war er leider bis zum Redaktionsschluss nicht bereit. Aber keine Sorge, liebe Zuschauer, wir bleiben dran an der Uschi.